Hallo, meine lieben Freunde. Ich freue mich, dass ich heute euch wieder begrüßen darf. Wieder eine Woche vergangen und ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche, eine gesegnete Woche. Habt auch vielleicht über das, was wir das letzte Mal miteinander betrachtet haben, euch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und nachgedacht und vielleicht selber etwas weitergearbeitet daran. Und wir werden heute, wie letztes Mal auch angekündigt, unser Thema nahtlos fortsetzen über diese Frage des Reiches Gottes, das auf sich warten lässt. Immer noch auf sich warten lässt. Es geht um die Fortsetzung dieses Gedankens, auch der Verzögerung der Hochzeit aus dem Gleichnis der königlichen Hochzeit in Matthäus 22, ein Parallelgedanke, den wir damit verfolgen. Und wir werden auch heute in unserem Thema uns wieder mit den Kommentaren und mit Erklärungen beschäftigen, die wir in diesem adventistischen Werk in Bibelkommentar finden. Und ich habe das letzte Mal auch dieses Handbuch für Propheten verwendet und euch darauf aufmerksam gemacht, dass auch hier ein wichtiger Teil dessen übersetzt wurde, was hier in diesem Buch im Englischen zu finden ist und was zum Beispiel auch Heinz Schädinger in seinem Unterricht für Propheten verwendet und was so in den 50er Jahren um 1950 herum bis 60 in adventistischer Theologie über diese Verzögerung des Reiches Gottes, über die Verzögerung der Wiederkunft Jesu, die Verzögerung der Hochzeit, wie wir es damit in Verbindung bringen können, was man damals noch darüber gelehrt und geglaubt hat und was davon sich heute eigentlich aus unserer Theologie zum großen Teil mehr oder weniger verabschiedet hat. Aber es gibt genügend neue Leute heute, die dieses Thema wieder aufgreifen und ich möchte das auch in diesem Sinne und in diesem Zusammenhang eben tun. Ich darf euch einladen, dass wir auch heute Abend unsere Thematik mit einem Gebet beginnen und lade euch ein, stille zu werden. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar wieder, dass du uns heute Abend die Gelegenheit wieder schenkst, dass wir über diesen Weg wieder dein Wort betrachten dürfen, dass wir uns wieder Gedanken machen dürfen über deinen Plan, den du mit dieser Welt schon seit Jahrtausenden verfolgst, über das, was nicht nach deinem Willen gegangen ist, was du viel anders haben hättest wollen, aber was durch Ungehorsam, durch Unglauben, durch Eigenwilligkeit und Verführung der Menschen, durch verkehrte Theologie, durch verkehrte Vorstellungen, durch verkehrte Auslegung der Schrift verhindert worden ist. Wir wollen dich bitten, dass du uns auch heute Abend durch deinen Heiligen Geist geleitest, dass du uns die gerechten Gedanken schenkst und dass du uns auch wieder auf wesentliche Dinge aufmerksam machst, dass wir deinen Plan auch für die weitere Zukunft besser verstehen können, indem wir auch in die Vergangenheit zurückschauen und aus den Fehlern der Vergangenheit lernen wollen. Wir preisen und loben dich und sei auch mit der Technik, dass alles gut geht und segne jeden, der auch hier dabei ist jetzt und zuhört und sich das auch selbst weiterdenken und überlegen möchte. Wir preisen und loben dich dafür in Jesu Namen. Amen. Gut. Ich beginne wieder mit einer Frage, mit der wir das letzte Mal zu Ende gekommen sind in unserem Thema. Und das war eine Frage, die sich bezogen hat auf das, was Jesus in Matthäus 25, Vers 34 gesagt hat. Und was mir diese Frage dort auch beantwortet hat, seit wann das Himmelreich eigentlich schon bereit war und schon längst bereit ist. Eine Aussage, die wir in dem Gleichnis von dem letzten Weltgericht in Matthäus 25 finden können,
wo Jesus von seinem Kommen spricht, in der Herrlichkeit des Himmels und in den Wolken des Himmels mit all seinen Engeln, und wo er dann die Schafe von den Böcken trennen wird. Nehmen wir diesen Gedanken dort wieder auf und schlagen wir Matthäus 25 auf, wo Jesus dann zu diesen Schafen, zu seiner Rechten sagen wird, also zu denen, die sich vorbereitet haben und die wirklich Schafe waren, die seiner Stimme gehört haben und gehorcht haben und nicht Böcke, die eben widerspenstig waren. Und in Matthäus 25, Vers 34 wird Jesus diesen Menschen sagen: Dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Das heißt, das Reich Gottes, wenn wir diese Aussage und all das, was wir auch schon im Alten Testament und noch drüber hinaus auch aus den Worten Jesu und auch aus den Worten der Apostel verstehen können, wenn wir sie ernst nehmen, wenn wir sie im richtigen Zusammenhang lesen, dann war das Reich Gottes nicht erst seit der Menschwerdung Jesu oder überhaupt erst nach seiner Verwerfung und nach seinem schmachvollen Tod und nach seiner Auferstehung bereit, sondern es war von Anbeginn der Welt bereit, dass Menschen dieses Reich in Besitz nehmen hätten können. Und wir wissen, dass es einen Henoch schon vor der Sintflut gegeben hat, der schon längst dort ist, einen Mose und auch einen Elia, der bereits vor dem Tod Jesu dieses Reich Gottes schon ererben konnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass diesen Menschen, als sie in den Himmel aufgenommen wurden, dieser Spruch bereits damals schon gesagt worden ist. Als Beispiel dafür, was wirklich Gott für diese ganze Welt eigentlich hätte vorgehabt und was er hätte wirklich tun können, wenn Menschen nicht auf ihre eigene Stimme und sich nicht von falschen Lehren und falschen Vorstellungen leiten hätten lassen, sondern wenn sie sich wirklich vom Geist Gottes und von der Wahrheit Gottes leiten hätten lassen. Dieser Text, den wir jetzt gelesen haben, wollen wir mit einem anderen Text in Verbindung bringen, den ich letzte Mal ebenfalls zitieren wollte. In Matthäus Kapitel 12 schlagen wir auf, und da hat er Jesus, als er dann auf Erden war, als er dann in diese Welt kam, spätestens dann noch einmal sehr betont, dass das Reich Gottes eigentlich auch schon damals bereit gewesen ist, dass es in Besitz genommen werden hätte können und dass es zu einer Verwirklichung, zu einer endgültigen Aufrichtung dieses Reiches kommen hätte können. Matthäus Kapitel 12, da haben wir einen Abschnitt vom sogenannten Gottesknecht. Wenn ihr Matthäus Kapitel 12 ab Vers 15 aufschlagt, dann gibt es da eine Überschrift, zumindest in meiner Lutherbibel, wo es heißt, der Gottesknecht. Und da werden wir sicherlich erinnert an das, was wir normalerweise im Alten Testament von diesem Knecht des Herrn lesen. In dem Buch Jesaja ist besonders sehr oft und sehr viel davon die Rede. Aber dort geht es eben nicht nur um den leidenden Gottesknecht, sondern auch um einen Gottesknecht, mit dem Gott eigentlich etwas anderes vorhatte, als ihn den Mördern und Verbrechern und Ungläubigen und unbußfertigen Menschen einfach auszuliefern. Hier hat Jesus gesagt, Matthäus 12, Vers 15, aber da Jesus das erfuhr, wich er von dannen, und ihm folgten viele nach, und er heilte sie alle und bedrohte sie, und die Kunde von ihm, dass sie die Kunde von ihm nicht ausbreiten sollten. Also Jesus war an einem Punkt angekommen, wo er Angst hatte, dass die Leute zu viel über ihn reden und zu viel das verbreiten, was er zu sagen hatte, weil er wusste, dass hier ein zu großer Widerstand kommen würde und er seine Zeit, die er noch gebraucht hat, um auf seine Weise sein Werk in Stille und in Ruhe und in auch in Entschlossenheit zu tun, dass es frühzeitig hätte unterbrochen werden können durch den Widerstand der Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja nichts anderes zu tun hatten, als letztendlich Jesus zu hindern und das Mensch und das Volk gegen ihn aufzuhetzen. Und dann sagt er hier, er bedrohte sie, dass sie die Kunde von ihm nicht ausbreiten sollten, im Vers 17,
auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Das heißt, sie sollten die Kunde nicht ausbreiten, damit sich da etwas erfüllt, was der Propheten Jesaja schon gesagt hat. Und was war denn das? Der nächste Text sagt es: Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Da steht nicht, und er soll den Juden das Recht verkündigen. Und wir wissen, Jesus hat sein ganzes Leben eigentlich nur damit verbracht, dass er den Juden das Recht verkündigte und sich darauf beschränkte, weil er mit diesem Volk einen Plan hatte und diesen Plan offensichtlich und auch ein Ziel hatte und dieses Ziel nicht erreichen konnte, offensichtlich ohne dieses Volk. Und das war ja im Alten Testament auch so prophezeit. Gott hat ja den Plan gehabt und deshalb hat er ja Abraham schon berufen, dass durch sein Geschlecht der Segen zu allen Völkern kommen sollte. Und jetzt merkt ihr, über 2000 Jahre seit Abraham kam dieser Segen und hat Gott dieses Ziel über die Nachkommen Abrahams einfach nicht erreicht. Und dann kommt der Johannes der Täufer und das Ziel wird weiterhin nicht erreicht und wird weiterhin zurückgedrängt. Und dann tritt Jesus gleich nach Johannes den Täufer auf. Und jetzt heißt es hier, dass Jesus diese Kunde ausbreiten wollte und ausgebreitet hat innerhalb des Volkes. Aber, und Matthäus schreibt das ja eigentlich im Nachhinein, und da sehen wir auch, was Matthäus eigentlich hier durch diese Aussage zum Ausdruck bringt, was er über die eigentliche Sendung Jesu verstanden hatte. Und dass sein, dass er damit auch zum Ausdruck bringt, dass der Plan und das Ziel, das Gott mit Jesus hatte, den er hier als Knecht Gottes sandte, ein ganz anderes war und ein ganz anderer Plan war, als der, der letztendlich in Erfüllung ging. Nämlich, dass er nicht nur in Israel das Licht ausbreitet und die Kunde und das Evangelium, sondern den Heiden noch das Licht bringt. Und wenn wir den Text, diesen Text in Jesaja dann tatsächlich lesen, in Jesaja 42, 1 bis 4 ist ja dieser Text, dann werden wir merken, dass dort in diesem Zusammenhang eigentlich gar nicht so sehr vom Messias die Rede ist, sondern dass das eigentlich der Auftrag und das Ziel war, das Gott mit den Propheten im Alten Testament schon hatte und speziell mit dem Volk Israel, dass er sein Knecht sein sollte, um auch das Licht zu den Heiden zu bringen. Aber nachdem sie das alles nicht taten und auch das Volk sich ständig gegen die einzelnen Propheten, die das tun wollten, hinderten und gegen sie aufstellten, kam dann Jesus und er hat genau dasselbe erlebt. Und dann heißt es hier im Vers 19 weiter, von diesem Knecht des Herrn: Er wird nicht hadern noch schreien und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Achtet, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was dann wirklich war. Man hat seine Stimme gehört auf den Gassen. Und er hat gehadert, ja, mit den Schriftgelehrten und Pharisäern hat er doch gehadert. Vielleicht hat er nicht geschrien so laut, dass was weiß ich, wie man in einem Zorn schreit, aber doch hat er seine Stimme eigentlich sehr laut erhoben, damit sie es hören können. Und es hat alles nichts genützt. Dann heißt es weiter: Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis dass er hinausführe das Recht zum Sieg und die Heiden werden auf seinem Namen hoffen. Ihr merkt, das, was Jesus betraf hier, das hat sich doch erfüllt. Er kam hier, verbreitete die Kunde und man hörte seine Stimme auf den Gassen, versuchte das Recht zu verkündigen im Volk, hat das zerstoßene Rohr nicht zerbrochen und den glimmenden Docht nicht ausgelöscht. Das heißt, dass er auf kranken und schwachen und müden Menschen herumgetreten ist und sie belastet hat mit allen möglichen Dingen, wie das damals die religiösen Führer getan haben, sondern hat Barmherzigkeit geübt, ist sanftmütig und demütig mit den Menschen umgegangen und hat jeden versucht, irgendwo aufzurichten, der Not war, auf den andere vielleicht hinuntergehackt haben und hinuntergeschlagen haben.
Und so ist Jesus eigentlich an Leib und Seele in seinem praktischen Leben zum Vorbild geworden für das Volk, das schon längst diesen Charakter widerspiegeln sollte und schon längst diesen Charakter haben sollte, den Jesus kam, um ihnen zu manifestieren. Aber schon im Alten Testament hatte Gott durch die Propheten aufgerufen, all das Böse abzulegen und all diese positiven und die guten Eigenschaften, die Gott in ihnen sehen wollte, Barmherzigkeit, Güte, Sanftmut, Friede, Freude und all diese Eigenschaften, die wir im Neuen Testament als Frucht des Geistes kennen, dass sie sich schon längst hätten sich darinnen üben können und sie doch mit Gottes Hilfe annehmen können. Und wir haben hier einen ganz deutlichen Textabschnitt, der ganz deutlich zeigt, wie Matthäus, ein Jünger Jesu, nach der Auferstehung Jesu, hat er das ja niedergeschrieben, wie er auch im Nachhinein noch diesen Auftrag Jesu formuliert hat und sein Ziel klar erkannt hat, aber feststellen musste, dass das eben nicht zustande kam, dass es nicht einmal möglich war, dass er in seinem eigenen Volk das Recht aufrichten konnte. Wie kann man dann sagen, dass die einzige Sendung, das höchste Ziel der Sendung Jesu sein Tod und sein Sterben und sein Leiden war, damit sich die Prophezeiungen im Alten Testament im Hinblick auf dieses leidvolle Schicksal des Messias erfüllten? Und wir werden dann sehen in unserem heutigen Thema, welche anderen Prophezeiungen im Alten Testament sich gerade deshalb nicht erfüllten, weil die Juden alles taten, damit sich die anderen Prophezeiungen erfüllten, die das Negative und das Schicksalhafte über das Leid des Messias, aber auch über ihr eigenes Leid dann erfüllt haben. Wie haben die Juden reagiert? Wenn wir weiterlesen im Vers 22, da heißt es, da ward ein Besessener zu ihm gebracht, der ward blind und stumm und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Ein Wunder, das wieder vor den Augen des Volkes war. Und wie war die Reaktion des Volkes? Und alles Volk entsetzte sich und sprach, ist dieser nicht Davids Sohn? Ist er nicht der Messias? Ist er nicht, von dem Jesaja, Jeremia, Hesekiel als den König David vorausgesagt hat? Ist dieser nicht Davids Sohn? Das heißt, die Juden wussten, dass David einen Sohn haben wird, dass er aus seinem Geschlecht jemand kommen würde, der auf den Thron Davids sitzen würde und der solche Wunder tun würde. Und sie hatten ganz klar verstanden, dass das ein Zeichen des Auftreten dieses Sohnes Davids, der ganz deutlich mit messianischen Zügen im Alten Testament beschrieben wurde. Aber, da kommt immer wieder das Aber die Pharisäer, dass sie es hörten, was das Volk jetzt für Meinung hatte, nicht, was das Volk hier sprach, sprachen sie, er treibt die bösen Geister nicht anders aus, denn durch Beelzebub ihren Obersten. Das war die Reaktion der Führer, die eigentlich die Aufgabe gehabt hätten, das Volk zu diesem Messias, zu diesem Sohn Davids hinzuführen. Ihnen zu zeigen, dass gerade jetzt vor ihren Augen sich das erfüllt, was von diesem Sohn Davids im Alten Testament, von diesem Knecht des Herrn im Alten Testament schon geschrieben stand, der zum Heil seines Volkes kam, um das Recht aufzurichten, um ihnen Erlösung zu bringen und nicht nur vorübergehende Erlösung, sondern ewige Erlösung zu bringen. Jesus aber, so heißt es hier im Text weiter, wusste aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, ein jegliches Reich, wenn es mit sich selbst uneis wird, das wird verwüstet. Und eine jegliche Stadt oder Haus, wenn es mit sich selbst uneis wird, kann nicht bestehen. Wenn nun Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneis sein. Wie kann dann sein Reich bestehen? Das heißt, hier wird ganz deutlich, wie die Juden Jesus verkannt haben. Wie sie das, was aus dem Geiste Gottes geschah, wie sie das dem Teufel zugeschrieben haben. Und das hatte Jesus dann an anderen Stellen als die große Sünde, wieder den Heiligen Geist beschrieben, die dem Menschen nicht vergeben werden kann. Und deshalb sagt er dann auch hier, wenn ich aber die bösen Geister durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein.
Und dann kommt ein interessantes Wort und dann sagt Jesus, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, und jetzt merkt ihr, Jesus sagt nicht, wenn ich die bösen Geister durch meine Kraft, durch meine göttliche Kraft austreibe, denn es hat er nicht in seiner Kraft getan. Das müssen wir auch hier deutlich wahr machen. Jesus hat hier nichts anderes getan, als was jeder treue Knecht Davids hätte tun können. Und was dir jeder Schriftgelehrte, jeder Pharisäer, wenn er im richtigen Sinne die Schrift geforscht hätte und den Glauben verkündigt hätte, auch tun hätte können. Was ja letztendlich auch die Jünger tun konnten, weil sie sich vom Geist Gottes leiten ließen. Das heißt, um die Geister Gottes auszutreiben, musste nicht der Sohn Gottes erst vom Himmel kommen, um das tun zu können, sondern das war eine Verheißung, die ja schon im Alten Testament da war und die jeder treue Gläubige in Israel hätte ausführen können. Lesen wir weiter. Wenn Jesus sagt, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, wofür ist das dann ein Zeichen? So ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Da steht nicht, so wird das Reich Gottes dann irgendwann einmal in 2000 Jahren zu euch kommen. Wie es in Realität dann geschehen ist, und da müssen wir uns doch die Frage hier allein aus diesem Abschnitt gefallen lassen und unbedingt stellen, warum ist dieses Reich, das dann damals schon gekommen war, wieder verschwunden? Warum ist daraus nichts geworden? Im Nachhinein versucht jetzt Theologen das zu interpretieren, dass das Jesus gar nicht so gemeint hatte und dass man hier eine Fehlinterpretation hatte, dass das damals, dass überhaupt erst später von den Jüngern so hinzugefügt worden war und dass man hier einen Traum hineingeschrieben hat in das Wort. Alle möglichen Erklärungen gibt es hier, aber nur nicht das, was tatsächlich geschehen hätte können und wozu Jesus eigentlich gekommen war. Das Reich Gottes zu seinem Volk zu bringen. Darauf hat doch ein Simeon und auch eine Hanna gewartet. Sie waren überzeugt, als er geboren wurde, dass diese Zeit jetzt gekommen ist. Und hier bringt Jesus ein Wunder nach dem anderen. Und jedes dieser Wunder interpretiert er und deutet er in diesem Sinne. Merkt ihr nicht, dass diese Wunder sind ein Zeichen, dass das Reich Gottes zu euch gekommen ist. In einem ähnlichen Gedanken, das würde bedeuten, wenn wir das mit dem Bild der Hochzeit in Verbindung bringen, dann hatte Jesus eigentlich hier im Klartext auch gesagt, so ist die Hochzeit bereit, dass ihr daran teilhaben könnt, die Gott schon längst von Anbeginn der Welt für seine Kinder vorbereitet hat. Das heißt, die Hochzeit zwischen Christus und seiner Gemeinde wäre hier ganz deutlich in seiner Einleitungsphase gewesen und hätte wirklich schon längst in diesem Sinne auch damals schon stattfinden können. Nirgends steht, dass dieser Königssohn, den Gott hier noch einmal gesandt hat, um die Gäste einzuladen, vorher von seinen Gästen noch verspottet, verachtet und verworfen werden müsste, damit er das Reich dann erst wirklich einweihen konnte, wie das heute im Nachhinein in christlicher Theologie oft dargestellt wird. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Bibel so lesen, wie sie wirklich geschrieben ist. Ja? Und das, was Jesus hier sagt in Matthäus, dass er gekommen war, um die Menschen von den bösen Geistern zu befreien, von dieser Gefangenschaft des Bösen zu befreien und das Reich Gottes in diesem Sinne zu bringen, das hatte Jesus dann auch in Nazareth zum Ausdruck gebracht. Oder, Entschuldige, zuerst vielleicht noch einen Text, wo wir denselben Gedanken haben, dass das Reich Gottes zu dieser Zeit gekommen ist. Das hatte Jesus auch laut Markus in Kapitel 1, Vers 14 und 15 zum Ausdruck gebracht, ähnlich wie es Johannes der Täufer getan hat. Johannes der Täufer hat noch angekündigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber hier in Markus 1, Vers 14 steht, nachdem aber Johannes gefangen gelegt war, also nachdem er schon im Gefängnis war dann, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes als Fortsetzung des Johannes, weil dieser sein Ziel nicht erreichen konnte und weil
abgelehnt wurde, weil ihm Widerstand entgegengebracht worden ist vom jüdischen Volk, nicht, wie wir das alle schon betrachtet haben. Und dann sprach er, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Die Zeit ist erfüllt, achtet auch auf diesen Ausdruck, der hier geschrieben steht, den Markus hier geschrieben hat, bevor später dann Paulus seinen Brief geschrieben hat, wo er auch dann gesagt hat, und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen eingeborenen Sohn, auf dass er diese unter dem Gesetz sind, vom Gesetz erlöste. Ja? Und wir bringen das in christlicher Theologie heute nur einzig und allein mit dem Sterben Jesu in Verbindung. Er musste verworfen und geschlagen werden, damit sich das erfüllen kann. Aber hier predigt Jesus dieses Evangelium vor seinem Tod, ja, und sagt vor seinem Tod schon, es ist erfüllt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Das muss nicht erst kommen, das muss nicht erst in der Zukunft sein. Tut Buße und glaube dann das Evangelium. Und ich kann jeden nur einladen, dass er sich einmal die Mühe macht, sich die Frage zu stellen, was waren die Inhalte des Evangeliums, die Jesus und auch die Jünger vor seinem Tod predigten, was die Apostel und was die Apostel dann im Nachhinein, nach seinem Tod, als Evangelium predigten. Und dann aber auch, was schon die Propheten im Alten Testament an Evangelium predigten. Und ich denke, wenn jemand das ernsthaft machen wird, dann wird er merken, dass hier dieser Gedanke, dass damit das Reich Gottes schon längst aufgerichtet werden hätte können, nur noch mehr bestärkt werden würde. Der gleiche Gedanke, einen ähnlichen Gedanken finden wir auch in dieser Stelle in Lukas Kapitel 4. Lukas Kapitel 4, wo Jesus dort das erste Mal dann nach seiner Taufe und nach der Versuchung durch Satan in der Wüste in die Synagoge gekommen ist und wo ihm das Buch des Jesaja gereicht worden ist, in Lukas 4, da heißt es dann, und da ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und da das Buch auftat, fand er die Stelle, da geschrieben stand, und da ist ein Zitat von Jesaja 61, 1-2, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, weil er mich gesalbt hat. Wozu? Gesalbt hat, das bedeutet, weil er mich beauftragt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen die Gefangenen, dass sie los sein sollten. Und jetzt merken wir, Jesus hat nicht nur gepredigt den Gefangenen, dass sie los sein sollten, sondern er hat das auch wirklich bewirkt. Das ist ja dann auch geschehen. Ja? Bei einigen zumindest. Zumindest bei den Besessenen. Ja? Und das ist ja sehr bemerkenswert. Gott konnte die Besessenen befreien von den Dämonen. Aber die Intelligentesten und die geistlichen Führer, die Geistlichen, die von sich meinten, dass sie eben geistlich reif sind und dass sie geistlich reich sind, für die konnte er nichts tun, die konnte er nicht befreien. Wir müssen uns die Frage stellen, kann das auch heute so sein, dass Gott die einfachen Menschen, die vielleicht die Kranken, die Besessenen, die irgendwo zutiefst in der Sünde stecken, dass er diese Menschen befreien kann von dieser Sündhaftigkeit und von solchen Gebundenheiten des Bösen. Aber die Gelehrtesten unter ihnen, die geistlichen Führer, die eigentlich den Auftrag hätten, solchen Leuten zu helfen, frei zu werden, nicht befreien kann. Wiederholt sich nicht die Geschichte, auch in unserer heutigen Zeit? Dann heißt es weiter, er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden, dass sie sehend werden, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und wenn Jesus gekommen war, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn, dann hat er nicht nur dieses Gnadenjahr des Herrn verkündigt, wie wir es gesehen haben, sondern hat alles getan, damit das Volk damals sehen hat können, das Gnadenjahr des Herrn ist ja herbeigekommen. Das Gnadenjahr des Herrn hat damit zu tun, dass im Alten Testament dieses Gnadenjahr ein Jahr der Freilassung war. Ein Jahr, wo Israel wieder zu seinen Besitztümern kam. Und das war ja ein Vorbild für das, was sich zukünftig durch den Messias erfüllen sollte, wo die Menschen
und alle, die sich richtig auf ihn vorbereiten und besonders das jüdische Volk in erster Linie, nicht nur vorübergehend, ja, von allen Gefangenschaften befreit werden sollten und von allen Dingen, die ihnen verloren gegangen sind, auch Besitztümern, wieder, dass sie sie wieder zurückgewinnen und sie erlöst werden von allen möglichen negativen Dingen, sondern dass die Erlösung dann wirklich für Dauer sein sollte. Und das, was Jesus vorhin in den anderen Texten gesagt hat und in noch vielen anderen, das geht alles in diese Richtung. Das heißt, die Hochzeit war bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Die Gäste haben diese Einladung nicht angenommen. Und so war letztendlich auch, hat eine weitere Verzögerung auch stattgefunden, jetzt noch, als Jesus hier auf dieser Erde da war. Und nirgends steht, dass diese Hochzeit prinzipiell erst stattfinden konnte, bevor nicht Jesus dieses Schicksal erlebt, das er dann letztendlich erlebt hat. Und ich denke, dass hier es höchste Zeit ist, dass auch die, in unserem Denken, in unserer Theologie, in unserer Betrachtung der Bibel, der biblischen Botschaft, der Tod Jesu in der richtigen Weise dargestellt werden sollte. Es ist nicht ein Geschehen, das Gott gewollt hat, dass er unbedingt, dass sogar er vielleicht inszeniert hat, wie wir das sagen, sondern dass hier Menschen in ihrem Ungehorsam, in ihrer Gottlosigkeit so vorangegangen sind. Und das ist für mich sehr interessant gewesen, jetzt gerade in den letzten zwei Wochen habe ich da einige interessante Dinge erlebt. Das erste war, dass mich eine liebe Glaubensschwester, die in Linz ist und sich auch sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigt, die hat sich seit einiger Zeit in einen katholischen Bibelkurs eingeschrieben und hat sich einmal vorgenommen, sie möchte mal wirklich einmal in seinen katholischen Bibelkurs gehen, wo man, das ist ein sogenannter Alpha-Kurs, ein sehr bekannter Kurs, wo ein Kurs, der in allen christlichen Gemeinden gemacht wird und angeboten wird, wo man wirklich versucht, in Gruppengesprächen und in kleineren Kreisen den Leuten zu helfen, die Bibel von aufbauend zu verstehen und sie recht zu vermitteln. Ja? Nach dem Verständnis, das eben Katholiken oder auch Protestanten haben. Aber ich habe in den letzten Jahren viele Leute kennengelernt und ich habe mir das Programm auch selber angeschaut und ich war erstaunt, wie viel wertvolles Gedankengut auch sich in diesen Kursen da drinnen finden. Ja? Und wie man hier auch das versucht, das Evangelium den Leuten auf einfachste Weise beinahe zu bringen und sie zu motivieren, das auch weiterzugeben an Menschen, die davon noch nichts wissen. Und da hat sich diese Schwester dort seit einiger Zeit auch eingeschrieben und informiert mich dann immer wieder und fragt mich auch. Und natürlich hört sie das auch, dort auch natürlich manche Dinge, die man nicht so annehmen kann. Aber es ist auch gut, wenn wir lernen, wie andere Christen über gewisse Themen denken und dass wir nicht immer nur in unserem eigenen Saft schwimmen und nur das kennen, was wir aus unseren eigenen Reihen hören und nicht über den Rand hinausschauen. Nicht? Es ist nicht verboten, dass wir das tun. Paulus ist auch gegangen und hat sich zu den Juden hineingesetzt, die ein völlig verkehrtes Evangelium verkündigt haben. Auch Jesus hat sich in die Synagoge gesetzt und hat wahrscheinlich mehr zugehört oft in seinem Leben, als dass er selber gepredigt hat und hat wahrscheinlich auch mit Herzschmerzen und mit Mühe vielleicht manchmal in solchen Synagogen sitzen müssen und sich anhören müssen, was hier alles Verkehrtes geredet wird. Aber da und dort hat er dann die Gelegenheit wahrgenommen, um auch seine Sichtweise zu bringen. Und wie wir es gesehen haben, da in Nazareth, nicht, da hat man ja dann gleich mit den Zähnen geknirscht und ihn hinausgetrieben und wollte ihn gleich vom Berg hinunterstürzen. Und ja, kann einem heute vielleicht da und dort auch so gehen. Aber was ich euch sagen wollte, vor 14 Tagen hat mich diese Schwester mal angerufen mit voller Freude, hat sie mir gesagt, du Armin, ich muss dir jetzt was sagen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich jetzt da in den letzten Tagen in diesem Bibelkreis erlebt habe mit diesem Thema des Todes Jesu.
und der Erlösung. Und dieses ganze Thema, das wir jetzt so viel diskutieren und was wir studiert haben, und ich muss das sagen, ich sitze jetzt da drinnen und der katholische Theologe, der da diesen der Kurs leitet, der fängt an, hat jetzt letzte Woche gerade dieses Thema der Erlösung aufgegriffen und über den Tod Jesu angefangen zu sprechen. Und ich habe schon Angst gehabt, dass ich jetzt wieder mit diesem Thema dazu konfrontiert werde und wieder vielleicht mit so Sichtweisen, wie sie traditionell gebracht werden. Aber ich muss das sagen, hat sie gesagt, ich war total erstaunt. Was da für eine Erklärung gekommen ist. Und sie hat mir dann ein Buch genannt, das ist dieses Büchlein, wenn ihr das vielleicht hier sehen könnt, mit dem Titel Musste Jesus für uns sterben? Helmut Fischer, Deutung des Todes Jesu. Ein kleines Büchlein, auf den Kern gebracht, was dieser Theologe, das ist ein katholischer Theologe, der hier schon mehrere Bücher geschrieben hat, und wie er hier auf einfachste Weise über den Tod Jesu spricht, und auch auf diese Problematik aufmerksam macht, dass hier im Christentum, und er zeigt das hier quer durch dieses Büchlein sehr deutlich auf und sehr anschaulich und gut belegt mit verschiedenen Zitaten, wie sich hier im Laufe der Geschichte eine völlig falsche Theologie, ein völlig falsches Opferverständnis im Zusammenhang mit dem Tod Jesu, aber auch im Zusammenhang mit alttestamentlichen Opfern in das Christentum eingeschlichen hat. Er zeigt auf, wie schon im Judentum, das Judentum in Gefahr stand und immer wieder in ein verkehrtes Opferverständnis gefallen ist, dass sie gemeint haben, im Opfer selbst, nicht, liegt dieses Heil. Und er kritisiert hier auch selbst seine eigene Kirche, wo diese Gedanken ja in dogmatisch verankert sind, nicht? Dass hier auch, wenn der Priester dieses Opfer wiederholt in der Hostie, dass hier auch dieses verkehrte Verständnis ist, dass in diesem Opfer, in diesem buchstäblichen Opfer Jesus Christus drinnen ist, der hier auf den Altar geschlachtet wird vom Priester. Und darin eigentlich das Heil liegt, wenn man buchstäblich glaubt, dass dieses Opfer so zu geschehen hat und auch so geschehen musste, damit Erlösung möglich war. Und er zeigt hier auf, dass das Dinge sind, die eigentlich von der Bibel her nicht so gesehen werden sollten, dass hier beschäftigt sich da sehr stark mit dieser Idee der Sühnopfer und zeigt auf, was das heidnische Sühnopfer war und wie das im Judentum eigentlich breitesten Platz gefunden hat und wie sich diese falsche Sühnopfertheologie auch in das neutestamentliche Christentum eingeschlichen hat. Und ich lese euch da vielleicht ein paar Sätze hier vor, wo er sagt, die Aufgabe jeder gegenwärtigen Generation besteht darin, die Botschaft Jesu für die eigenen Zeitgenossen so verständlich und so sachgerecht wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Dabei können uns Deutungsmuster der Bibel oder der Theologiegeschichte helfen, die bisher im Hintergrund standen. Die opferfreien Deutungsvarianten, besonders des Johannesevangeliums, zeigen, dass es in biblischer Zeit keine Verpflichtung oder Festlegung gab, das Heil, das uns Jesus gebracht hat, im Modell eines Opfertodes zu denken. Die orthodoxen Kirchen haben die Opfervorstellung der Satisfaktionslehre, das ist der Genugtuungslehre von Anselm von Canterbury, des Westens stets zurückgewiesen. Das heißt, es ist sehr interessant, dass er hier davon spricht, dass man hier auch in der orthodoxen Kirche diesen Gedanken, dass hier das Opfer Jesu zur Genugtuung der Gerechtigkeit Gottes notwendig war, dass das orthodoxe Christentum diese Idee von Anselm von Canterbury immer zurückgewiesen hat und dass das auch immer in der Geschichte einen Streit darüber gab. Ja, das ist auch sehr klar. Und auch was er hier sehr stark betont, auch in seinem Büchlein an mehreren Stellen, dass er immer wieder darauf hinweist, dass Jesus eigentlich in den Evangelien so beschrieben wird,
von den Evangelisten, die ihm zugehört haben und die natürlich auch seinen Tod erlebt haben und auch gewusst haben, wie Jesus über seinen Tod redet, dass er eigentlich diesen Tod nie als ein notwendiges Opfer für die Sünden verstanden hatte. Ihr könnt die Evangelien studieren, wie ihr wollt, es ist wahr und da führt keine Interpretation daran vorbei, dass Jesus selbst diesen Gedanken nicht wirklich verwendet hat. Ja? Jesus hat, und da wird auch darauf hingewiesen, dass Jesus seinen Tod verstanden hat, wie ein Hirte, der für seine Schafe stirbt, zum Beispiel, ja? Der bereit ist, sein Leben für seine Schafe zu geben, aber da ist kein Gedanke an einen stellvertretenden Tod. Ein Hirte gibt ja sein Leben nicht stellvertretend für die Schafe, indem er sich einfach töten lässt, damit die Schafe dann gerettet werden. Würde er das machen, dass er sich einfach den Löwen hinwirft, nicht ohne den Löwen zu bekämpfen und versuchen, den Löwen irgendwo daran zu hindern, zu seinen Schafen zu kommen, und dass er sich einfach fressen lässt vom Löwen, dann wäre das dieser Gedanke, ja, ich lasse mich jetzt stellvertretend für die Schafe töten vom Löwen und damit die Schafe gerettet werden. Niemand würde auf seine Idee kommen, ein solches Konzept eines Sterbens für die Schafe zu definieren. Und Helmut Fischer in diesen Büchern weist eben auch auf dieses falsche Verständnis hin, dass hier zwischen für jemanden sterben und statt jemanden sterben ein großer Unterschied gemacht werden muss und dass Jesus eigentlich diesen Gedanken eines stellvertretenden Opfers seines Todes in diesem Sinne nie verbal gebraucht hat. Er schreibt dann am Schluss dieses Kapitel: Das menschliche Heil hängt nicht exklusiv am Sterben Jesu und an einer bestimmten Deutung. Es entscheidet sich vielmehr daran, wovon und wofür uns Jesus befreit hat. Darum geht es eigentlich. Der Tod Jesu ist geschehen, das können wir nicht leugnen, das kann niemand leugnen. Der Tod Jesu ist ein Faktum und die Frage stellt sich nur, die hat sich durch die ganze Kirchengeschichte gestellt, warum ist er gestorben? Warum hat er sich qualvoll ans Kreuz nageln lassen? Und da gab es in der Kirchengeschichte nicht nur eine Antwort, sondern da gab es sehr viele Antworten. Die erste Antwort, die die Kirchengeschichte hatte, wo die ersten Kirchenväter in diese Richtung gedacht hatten, die haben den Tod Jesus so dargestellt, als hätte Jesus durch seinen Tod dem Teufel einen Preis bezahlen müssen, damit er die Sünder freigibt. Und das hat man über zwei, drei Jahrhunderte hat man das intensiv geglaubt. Das waren die ersten Verirrungen, wo man angefangen hat, den Tod Jesu als ein notwendiges Lösegeld zu sehen, das der Teufel von Gott verlangt hat. Wenn du das bezahlst und die Seele deines Sohnes gibt, dann lasse ich die Sünder frei. Wir wissen, dass das eine Dummheit ist, denn kein Mensch ist deshalb frei geworden automatisch, weil das jüdische Volk Jesus ans Kreuz geschlagen hat und Jesus bereit war, sich das antun zu lassen und damit der Teufel ein Lösegeld bekommen hat. Es ist ja eigentlich schrecklich, wenn man denkt, dass Menschen auf solche Idee gekommen sind. Später hat man dann eine Idee entwickelt, wo man dann hergegangen ist und dann nicht mehr gesagt hat, dem Teufel musste ein Lösegeld bezahlt werden, sondern dann ist die Idee umgedreht worden und hat gesagt, nein, Gott hat das Lösegeld verlangt, ja, von seinem Sohn. Er hat von seinem Sohn verlangt, dass er getötet wird und dass er geopfert wird, weil nur das als Lösegeld gelten konnte, dass Gott den Menschen von der Hand Satans befreien konnte. Man muss sich diese Konzepte einmal wirklich richtig durchdenken, dann sich einmal informieren, was diese Konzepte mit diesem verkehrten Lösegeldverständnis wirklich bedeutet haben. Meine lieben Freunde, ich kann euch nur sagen, auch so ein Heft, ich würde euch jetzt empfehlen, dass ihr euch das anschafft. Ich bin nicht mit allen einverstanden, was in diesem Heft, in diesen Büchern in eine verkehrte Richtung geht. Das ist die Neigung, dass man den Paulus und die Apostel dafür verantwortlich macht, dass sie hier ein falsches Bild vom Tod Jesu dargestellt haben. Und das lehne ich also auch ab. Und ich würde gern mit solchen Leuten einmal ins Gespräch kommen,
weil sie sich hier zu sehr gegen dieses Konzept eines Sühneopfers Jesu wehren, obwohl im Neuen Testament der Gedanke des Opfers ja nicht ganz ausgeschaltet werden kann. Der ganze Hebräerbrief stellte Jesu dort als ein tatsächliches Opfer dar. Aber es ist die Gefahr, dass wir dieses Opferverständnis auch von Christen, von Auslegern der Bibel und von Theologen in ein falsches Verständnis umgedeutet wird und in einem falschen Verständnis interpretiert wird. Und darauf macht er mit Recht aufmerksam in diesen Büchlein. Er sagt dann hier, es geht nicht also exklusiv um das Sterben Jesu. Er ist sich auch bewusst und er lehnte den Tod Jesu nicht ab. Er sagt nicht, dass es völlig überflüssig wäre, dass der Tod Jesu keine Bedeutung hat. Nein, es geht darum, den Tod Jesu in der richtigen Weise darzustellen. Ja? Und wenn es ein Opfer da war, dann auch dieses Opfer in der richtigen Weise darzustellen. Und das ist auch seit Jahren mein Anliegen und unser Anliegen derer, die jetzt auch hier vielleicht zuhören. Ja? Das sollte unser Anliegen sein. Der Text geht hier weiter und er sagt, er hat uns von unserer Selbstsucht befreit zu einem Leben, das sich und sein Umfeld aus dem Geist und aus der Kraft der Liebe gestalten kann. Ja, er hat uns von unserer Selbstsucht befreit und da muss man sich fragen, ja, hat er uns wirklich befreit? Hat er damals, weil er gestorben ist, die Menschen von ihrer Selbstsucht befreien können? Und wir wissen, der Großteil der Menschen, die wir vorher abgelehnt haben, aus Selbstsucht und aus Egoismus, aus Stolz und aus Eifersucht, die hat er auch durch seinen Tod von dieser Selbstsucht nicht befreien können. Außer die Leute, die dann nachher verstanden haben, warum Jesus bereit war, ans Kreuz zu gehen und lieber bereit war, sich selbst töten zu lassen, als sein Ich durchzusetzen und zu schauen, wie er selbst mit Gewalt und mit Ellenbogentechnik durch das Leben geht. Und das war ja genau das Problem, das damals die Menschen hatten, das auch die Jünger hatten, als Petrus dabei war, nicht gleich sein Schwert zu zücken. Und das kurz vor seinem Tod, da hat Jesus gesehen, in 3 Jahren, ja, in 3,5 Jahren, mit denen er mit Petrus und mit den Jüngern beisammen war, hat sein Evangelium keine Früchte getragen. War er nicht in der Lage, dieses Denken, dieses Egoismus, dieses besser sein wollen wie der andere oder mit Gewalt das Himmelreich herbeizuführen und mit Gewalt Frieden zu stiften, dass er dieses Denken nicht herausbringen konnte. Und deshalb hat Jesus vielleicht, und nicht nur deshalb vielleicht, sondern deshalb war Jesus dann bereit, letztendlich sich selbst töten zu lassen, um ihnen ein Vorbild zu geben und zu sagen, Leute, mit eurer Gehässigkeit, mit eurer Lieblosigkeit, indem ihr eure Feinde nicht liebt, sondern versucht sie zu hassen und wie gottlose Menschen dreinzuschlagen, mit solchen Menschen kann man kein Reich Gottes bauen. Auch wenn ihr mir jetzt schön brav zuhört und überzeugt seid, dass ich der Messias bin, aber solange ihr so lebt und solange ihr immer noch streitet, wer der Erste sein wollte, und das haben sie noch beim Abendmahl getan, also mit solchen Leuten konnte Jesus kein Reich Gottes bauen. Da waren nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten schuld daran, dass Jesus nicht mehr ausrichten konnte und dass das Evangelium nicht auch zu den Heiden kommen konnte und zu den Völkern, sondern da waren auch die Jünger schuld, die gefangen waren in dieser Tradition der Juden durch ein falsches Opferverständnis auch desorientiert waren. Sagt auch hier, dieses Büchlein hier, und ich bin einfach fasziniert, wenn man sieht, dass heute Menschen außerhalb unserer Gemeinde, auf die wir manchmal mit Finger deuten, wie tiefe Gedanken sie sich machen darüber, um zu einem rechten Verständnis zu kommen von Opfer und von der Hingabe, die Jesus gebracht hat in diese Welt und von seinem Evangelium, das er gebracht hat. Dass wir nicht in die gleichen Fehler fallen wie die Juden und sich mehr von den Heiden belehren ließen als von Gott selbst und von seinen Propheten. Und wir stehen in derselben Gefahr, dass wir auch von Lehrern, die durch heidnische Philosophie gegangen sind, uns auch hier ein heidnisches Opferverständnis vermitteln lassen. Helmut Schmidt geht dann weiter und er sagt hier,
Dies ist, also, dass er eben sagt, dass er betont, Jesus ist gestorben, dass Menschen von ihrer Selbstsucht befreit werden. Aber das ist kein magischer Prozess. Nicht die paar Tropfen Blut oder das viele Blut, das am Kreuz geflossen ist, wird einen Menschen automatisch von seiner Selbstsucht befreien. Das geht nur, wenn er verstanden hat, was Jesus wollte und was Jesus mit diesem Kreuz und mit dieser Qual, die er sich da antun hat lassen, was er damit für eine Botschaft vermitteln wollte. Dass er hier der Sünde eine klare Absage erteilt hat und wollte, dass die Jünger dann begreifen, dass sie Liebe üben, demütig sind vor ihrem Gott, was schon im Alten Testament gesagt wurde, nicht das Opfer, sondern Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Nur so, über diesen Weg, konnte Jesus für die Menschen gestorben sein und sein Blut, das heißt aber auch sein Leben, das er vorgelebt hat, uns frei machen von aller Sünde. Und wenn das nicht stattfindet, wird auch sein ganzes Blut und unser ganzer Glaube an den stellvertretenden Tod keine Bedeutung haben und niemanden retten. Dies ist nicht erst durch sein Opfertod geschehen, sagte hier Helmut Schmidt, dass Menschen von Selbstsucht befreit werden konnten. Es ist geschehen in seinem Kommen, in allen Phasen seines Wirkens, in denen er sich in Liebe für uns hingegeben, sich uns geschenkt hat. Jede Deutung des Kreuzes muss sich daran messen lassen, ob sie jener bedingungslosen Liebe Gottes entspricht, die in Jesu Kommen und Wirken offenbar geworden ist. Das heißt, wenn es in unserem Leben nicht sichtbar wird, dass wir diese Liebe Jesu widerspiegeln und sie auch an unsere Mitmenschen weitergeben, dann wird auch der Tod Jesu völlig umsonst sein. Dann wird kein Mensch durch irgendeinen Tropfen Blut Vergebung seiner Sünden und auch Erlösung seiner Sünden haben. Diese inhaltliche Mitte ist der entscheidende Maßstab dafür, ob eine Deutung des Todes Jesu als angemessen gelten kann und seinem Sendungsauftrag entspricht. Das heißt, es wäre ein großer Fehler, wenn wir immer nur das Kreuz in den Mittelpunkt stellen und das Kreuz im Vordergrund stellen, wenn wir nicht gleichzeitig das Kreuz aus seinem Leben heraus betrachten. Das Kreuz war ja eine Folge seines Lebens von denen zugefügt, die sein Leben missachtet haben, die seine Botschaft missachtet haben und die nicht wollten, dass Jesus über sie herrscht und die nicht wollten, dass sein Leben zu ihrem Leben wird und seine Theologie zu ihrer Theologie wird. Und das Kreuz war nichts anderes als die Reaktion der Menschen, die dieses Evangelium ablehnten. Und denen konnte Jesus nachher nicht helfen, wenn er ihnen vorher nicht schon etwas helfen konnte. Obwohl wir wissen, dass dann trotzdem manche, wo es so aussah, dass Jesus diesen Menschen nicht helfen konnte, doch durch seine Auferstehung und durch die Verkündigung der Apostel dann letztendlich geholfen wurde und selbst viele Priester, die ihn vorher verurteilt haben und mitgeschrien haben, kreuzige ist, letztendlich zum Glauben gekommen sind und auf diese Art und Weise durch ein Opfer in dieser Weise von Jesus erlöst und gerettet werden konnten. Der letzte Satz noch in diesem Heft, das heißt es, legitim und angemessen ist jede Deutung des Todes Jesu, die im Einklang mit jener unbedingten Liebe Gottes steht, die uns in Jesus als menschliche Lebenswirklichkeit begegnet und die uns, sofern wir uns ihr öffnen, den Horizont für ein neues Menschsein und Leben aufschließt. Eine wunderbare Erklärung, die man sicher nicht besser geben kann. Und ich könnte euch jetzt Texte über Texte auch von den Weit zeigen, wo sie genau dieselben Gedanken darstellt und wo sie genauso darauf aufmerksam macht, dass das Kreuz letztendlich sinnlos bleiben wird, wenn es nicht vom Menschen nachvollzogen wird und wenn nicht auch der Mensch letztendlich bereit ist, lieber ans Kreuz zu gehen, als die Wahrheit zu verleugnen und ein ungöttliches Leben zu führen. Ich habe von dieser selben Glaubensschwester, der ich sehr dankbar bin für diesen Hinweis und den sie da bekommen habe ich gestern ein weiteres Büchlein bekommen, ebenfalls wieder mit einer, ja, das wird man jetzt schwer sehen, ja,
Das Buch trägt den Titel Durch seinen Tod erlöst. Ja? Durch seinen Tod erlöst. Auch ein kleines Heftlein. Ich gebe euch hier vielleicht für die, die im Chat, ja, heute sehe ich niemanden im Chat, weiß nicht, ob der Chat da nicht funktioniert. Scheinbar. Tut mir leid, ja, ich merke, dass der Chat hier offensichtlich bei mir nicht geht. Ich probiere es noch einmal. Ja, tut mir leid, aber vielleicht könnt ihr das empfangen. Ich kann leider den Chat nicht sehen, wie ich merke. Ja. Aber hier in diesem, das ist ein Büchlein von Felix Borsch und Anneliese Hecht und ist erschienen in der Schweiz im sogenannten katholischen Bibelwerk, also herausgegeben worden. Entschuldige, na, jetzt verwechsel ich was. Dieses Heftlein ist im theologischen Verlag Zürich erschienen und dieses Heftlein ist erschienen im katholischen Bibelwerk in der Silberburgstraße in Stuttgart. Ja. Aber ihr könnt es unter dem Titel Durch seinen Tod erlöst von Felix Borsch und Anneliese Hecht sicherlich erwerben. Ihr habt hier in diesem Büchlein ganz ähnliche Gedanken, die noch deutlicher und noch interessanter und auch sehr interessant zum Ausdruck gebracht werden. Ja. Ich lese euch hier den Vorwort, den ersten Absatz hier vor, der geschrieben wird, drei Gründe gibt es für die Veröffentlichung dieser Kleinschrift. Ja, also mit diesem Titel Durch seinen Tod erlöst, Fragezeichen. Oh yeah. Okay, ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen oder wiedersehen. Ich bin da jetzt etwas herausgekommen. Ja, jetzt habt ihr hier auch den Titel. Vielleicht kann da jemand reagieren, ob ihr da das bekommt im Chat. Ich kann das jetzt nicht feststellen. Ob ihr mich auch noch hört. Ich bin da offensichtlich kurz unterbrochen gewesen. Okay, geht, danke. Ja. Dann lese ich euch diesen Abschnitt hier noch vor. Da steht, das Kreuz ist das Symbol des Christentums schlechthin. Es ist allgegenwärtig in christlichen Räumen. Für uns gestorben und für uns gekreuzigt bekennen Christen seit alten Zeiten. Oft wird in der Theologie vom Sühnetod gesprochen, der heilsnotwendig war und die Mitte des christlichen Glaubens sei. Das richtig zu verstehen und nicht am Ende doch immer wieder bei einem versteckten, gewalttätigen Gottesbild anzukommen, braucht immer neues Bemühen von uns Theologen und Theologinnen. Allzu schnell werden festgefügte Formen übernommen, die heute missverständlich sind, aus der Kirchengeschichte heraus übergekommen. Ja. So ist es notwendig, sich immer wieder mit diesem nicht leicht fassbaren Glaubensinhalt vom heilvollen Kreuzestod auseinanderzusetzen und das Erkannte in unsere heutige Sprache zu übersetzen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht wirklich mittelalterliche oder sogar vorchristliche heidnische Sprache sprechen, wenn wir über den Kreuzestod Jesu reden. Das ist das Anliegen, das heute viele Theologen haben und das ist jetzt hier nicht das Einzige, was hier dazu geschrieben steht, sondern das sind auch viele Theologen heute, die zu diesem Thema Stellung nehmen. Ja? Und da schreibt hier die Autorin hier, Anneliese Hecht, das ist ein Büchlein, das 2004 herausgekommen ist schon, ja, das ist also schon länger, aus einem sehr interessanten Anlass, auf den ich hier aufmerksam machen möchte, in diesem Vorwort. Diese Theologin schreibt, ich habe lange Jahre mit dem neutestamentlichen Felix Borsch zusammengearbeitet in Kursen auf Reiseleitungen. Er war einer, der die besondere Gabe hatte, schwere theologische Kost und theologisch vielschichtige, schwierige Sachverhalte verständlich, übersichtlich und in ihrem historisch-kritischen und geistlichen Gehalt aufzuschließen. Bis 3 Wochen vor seinem Tod im Frühjahr 2001 hat er Vorträge gehalten. Der Sühnetod Jesu gehörte zu den Themen, die ihn besonders in den letzten Monaten beschäftigen. Und für mich ist das besonders faszinierend, weil gerade um das Jahr 2000 und seit 2001 und 2 bis 4
habe ich angefangen, auch persönlich mich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen, und ich bin mehr und mehr zu diesem Schluss gekommen, dass wir hier ein völlig unbiblisches Verständnis riskieren zu haben vom Tod und vom Sterben Jesu und vom Ziel Jesu, warum er in diese Welt gekommen ist. Also zur selben Zeit, als hier dieser Theologe Felix Barsch hier gearbeitet hat, den ich eigentlich noch nie irgendwo gefunden habe. Und da sagt sie hier weiter, wegen seiner Erkrankung hielt ich zweimal für ihn einen Vortrag dazu, nach der Erarbeitung mit ihm. Das hat mich auch an das Buch erinnert von Dr. George Stöveny, der um dieselbe Zeit dieses Buch geschrieben hat, Jesus, der Gesandte Gottes. Warum ist er gekommen? Ein französisches Buch, auf das ich immer wieder aufmerksam gemacht habe. Und wo ein adventistischer Theologe zur selben Zeit zu gleichen Gedanken gekommen ist, wo er ebenfalls sehr intensiv aufgezeigt hat, dass hier das Christentum einen unbiblischen Gedanken vom Sühnetod und vom stellvertretenden Tod Jesu irgendwo aufgesessen ist und verbreitet. Ja. Nach der Erarbeitung mit ihm, immer wieder wurde ich gerade um diesen Vortrag gebeten, der zu diesem Thema Sühnetod Jesu Stellung nimmt, sagt sie hier. Und in Kursen und Begegnungen erfahre ich ebenso, wie sehr viele Menschen das Thema umtreibt. Also sie hat gemerkt, dass das eigentlich viele Menschen, die sich irgendwie mit der Bibel beschäftigen, auch in der Theologie ernsthaft beschäftigen. Und mir ist das ja auch bewusst geworden, dass auch das im Internet sehbar ist. Und dass also eine Fülle von Theologen heute weltweit an diesem Thema arbeiten, in verschiedenen Sprachgruppen, ja, kann man das erleben. Felix Borsch hat zu seinen Lebzeiten, sagt sie hier, sein Werk nicht aus der Hand gegeben, weil er es überarbeiten wollte. Nun habe ich das Vorhandene ergänzt und weitergestaltet. Ich weiß auch von Dr. Stöveny, der zu früh gestorben ist. Auch ich habe noch am Sterbebett mit ihm reden können und habe mich noch bedankt für dieses Buch und für seine Bücher. Und ich wusste, dass er noch an weiteren arbeitet, aber der liebe Gott hat ihn vorher zur Ruhe gelegt, obwohl er, so wie ich es erfahren habe, jetzt auch letzte Woche schon in den 60er Jahren, schon über 50 Jahre, also vor 50 Jahren schon, über dieses Thema zu predigen begonnen hat und auch schon diese Gedanken hatte. Und seine Schüler damals haben mir das bestätigt, dass er auch diese Gedanken schon damals da und dort in Unterricht einfließen ließ, aber dass er auch Schwierigkeiten hatte, dass man ihm da nicht sehr viele Freiheit gegeben hat, diese Dinge auch da richtig darzulegen und zu verkünden. Und Anneliese Hecht sagt hier, nun habe ich das Vorhandene ergänzt und weitergestaltet, das dieser Felix Borsch zu diesem Thema erarbeitet hat. So ist ein gemeinsames daraus geworden, und ich hoffe, im Sinne von Felix Borsch und derjenigen zu handeln, die sich mit diesem Thema beschäftigen und theologische Ansätze zum Sühnetod Jesu überdenken wollen. Es ist eine Frage, wollen wir das oder sind wir zufrieden mit dem, wie wir es bisher immer gesehen haben? Ich denke, es gibt Gründe genug, und in unseren Themen, die wir bisher gemacht haben, hoffe ich auch dafür Anstoß gegeben zu haben, dass hier darüber nachgedacht wird. Und ich weiß, dass es gar nicht mehr anders geht, dass wir hier eine Diskussion in Gang gesetzt haben, die nicht so schnell wieder einschlafen wird. Davon bin ich überzeugt. Noch ein letzter Abschnitt hier. So sagt sie auch, nimmt sie Bezug auf diesen Film Die Passion Christi. Sie sagt, dieses Jahr, das war 2004, also erschien der Film Die Passion Christi von Mel Gibson. Wahrscheinlich habt ihr alle davon gehört. Der Regisseur verkündete, er habe darstellen wollen, dass Jesus für die Sünden aller Menschen gestorben sei. Aber sein Film gibt keine Antwort auf die Frage nach der Heilsbedeutung des Todes Jesu. Stattdessen bietet er den Kreuzestod Jesu als ausgedehnte Gewaltorgie dar, als Horrorgemälde der Folterung, der Freude der Täter an der Qual des Opfers und der Zuschauer an der detailgetreuen, blutigen Darstellung. Mit den Evangelien, die Passion Jesu erzählen, hat das nichts zu tun. Und ich denke, jeder, der den Film gesehen hat, muss erkennen, wenn er wirklich dabei war. Ich habe mir nur auszugsweise gewisse Dinge angeschaut, das hat mir schon gereicht. Aber da bekommt man eine theologische Erklärung, eine richtige theologische Erklärung, warum diese Brutalität an Jesus ausgeübt war, obwohl sie dort noch sehr übertrieben wurde.
da kommt keine Antwort. Ja? Und der Mensch wird mit der Vorstellung gelassen, ja, das musste so sein, denn sonst hätte Gott keinen Menschen Vergebung seiner Schuld geben können. Und ich denke, spätestens dann, wenn man das so sagt und so darstellt, muss eigentlich jeder verstehen, dass das ein furchtbares Gottesbild darstellt, wenn man den Tod Jesu nur von dieser Seite her darstellt. Ja? Sie sagte weiter, mit den Evangelien, die Passion Jesu erzählen, hat das nichts zu tun. Auch nicht mit dem, wie es war, wie er behauptete. Gegen solche Verherrlichung des Menschenopfers im Namen Gottes gilt es anzugehen als Christ und als Christin. Die Theologie vom Sühnetod Jesu ist oft missdeutet und missbraucht worden. Sie muss immer wieder kritisch geprüft und neu formuliert werden. Und ich denke, dass das nicht nur... Ja, ich kann heute wirklich sagen, dass das inzwischen nicht nur katholische Theologen sagen, sondern ich bin sehr froh, dass das auch heute viele Theologen auch in unseren eigenen Reihen tun. Ich kenne genügend Theologen, besonders im französischen Sprachraum weiß ich, dass Dr. Stöveni mit seiner Theologie viele Leute in diese Richtung geführt hat und dass man darüber nachdenkt, dass Gott hier mit Jesus tatsächlich einen anderen Plan hatte und dass der Tod Jesu in diesen Plan natürlich integriert war, aber dass er in der richtigen Weise gedeutet wird, sodass Menschen das besser verstehen können und vielleicht auch Menschen, die außerhalb des Christentums sind und mit dieser Darstellung, dass man diesen Tod so darstellt, wie wir es gewöhnlich tun, im stellvertretenden Sinn, dass sie dann auch besser etwas damit anfangen können. Ja? Also das ist ein Gedanke, der mir sehr wichtig ist und durch diese Bücher möchte ich aufmerksam machen, es zahlt sich aus, sie sich da anzuschauen, natürlich auch kritisch zu lesen. Ich unterstreiche nicht alles, was da letztendlich, wie das erklärt wird, wie schon gesagt, mit diesen Einschränkungen, dass ich persönlich kein Problem habe, dem Tod Jesu auch im Sinne von Sühne, einer Sühnehandlung zu sehen, aber dann von einer Sühnehandlung im biblischen Sinn gesprochen werden muss. Nicht? Und eine Sühnehandlung im biblischen Sinn ist auf einen Satz konzentriert gebracht, nichts anderes gemeint, als dass Gott hier diesen Tod Jesu auch geschehen ließ, nicht weil er es so inszeniert hat und weil er das unbedingt wollte, dass Menschen mit ihm so umgehen, sondern dass er das geschehen ließ, weil er wusste, dass auch dadurch viele Menschen erst zur Einsicht ihrer Sünde kommen, zur Einsicht ihres verdrehten Denkens und ihres verdrehten Lebens und bereit sein würden, letztendlich ihre Sünde zu erkennen, sie Gott zu bekennen und ihr Leben zu erneuern, ihr Leben umzukehren und im Sinne Gottes weiterzuleben und sie im Dienst für Gott und zur Erlösung von anderen Menschen einzusetzen. Und auch in diesem Sinne ist Jesus unser Vorbild gewesen. Und ja, letztendlich, wie ihr wisst und wie wir diese Stellen kennen im Neuen Testament, hat er auch seinen Jüngern gesagt, dass sie ebenfalls den Kelch zu trinken haben würden, den er trinken würde und dass sie mit der Taufe getauft werden sollten, mit der auch er getauft werden würde. Und das ist ja nichts anderes als Leiden um Christi willen und Gemeinschaft haben mit diesem Kelch, den er ihnen auch beim Abendmahl gereicht hat. Und das war ja auch ein Kelch, mit dem Jesus seine Jünger eingeladen hat, auch nicht nur Gemeinschaft zu haben bei einem Abendmahl, beim Essen, bei einem Passahmahl, sondern auch Gemeinschaft, bereit zu sein, Gemeinschaft zu haben mit seinem Leidensweg. Auch bereit sein, denselben Leidensweg zu gehen, wie er ihn gegangen ist. Und zudem war ja Jesus, auch ein Petrus und die Jünger vor seinem Tod offensichtlich nicht bereit, obwohl sie gesagt haben, Herr, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen, wie Petrus das formuliert hat und mit ihm auch alle anderen Jünger. Und als es darauf ankam, dann wissen wir, dass er nicht bereit war, diesen Kelch zu trinken, der Jesus gereicht wurde. Und Jesus hat auch davor gebangt und der bat darum, Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur Jesus so gebetet hat, dann später wahrscheinlich auch die Jünger, als sie merkten, wie auch ihnen dieser Kelch gereicht wird.
oder der Kelch der Treue, der Kelch des Zeugnisses, der Kelch des Leidens, ja, um Christi willen. Und wo viele Märtyrer wahrscheinlich auch Gott gebetet haben werden, Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ich denke, auch von dieser Seite her ist es wert, die Worte Jesu, wie er seinen Tod verstanden hatte, richtig zu verstehen und nachzuvollziehen und daraus ein Konzept zu machen, das schlüssig ist und das in das ganze biblische Konzept hineinpasst. Und wir können nur sagen, weil schon im Alten Testament Menschen dieses Opfer, dieses Sühnehandeln fehlverstanden haben, im heidnischen Sinn verstanden haben, haben sie den wahren Sinn der Opfer nicht verstanden. Denn Jesus sagt hier ganz deutlich, und ich möchte euch einladen, dass wir einen Text aufschlagen in Matthäus Kapitel 12, ja, wo Jesus Bezug nimmt auf dieses Opfer im Alten Testament und wo er darauf eingeht und zeigt, wie er Opfer verstanden haben wollte, ja, auch im Nachhinein das alttestamentliche Opfer verstanden haben wollte. Wenn er hier sagt, im Zusammenhang mit dieser Geschichte, wo die Jünger durch das Getreidefeld gegangen sind und dann von diesem Getreide am Sabbat genommen haben und die Schriftgelehrten nach ihrem Gesetz gleich da waren und versuchten ihnen zu zeigen, wie sie das Gesetz Gottes übertreten, ja, und vielleicht das Gesetz Gottes nicht im richtigen Sinne deuten. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Jesus hat hier dann reagiert und er hat gesagt hier im Vers 6, ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das ist, was in Hosea 6, Vers 6 steht, denn dieses Zitat kommt jetzt, wenn ihr wüsstet, was da ist, was Hosea zum Beispiel in seinem 6. Kapitel in Vers 6 sagte, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer, hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Das sagt Jesus hier in Bezug auf das, was die Pharisäer mit den Schuldigen, mit den Jüngern gemacht haben. Sie waren unschuldig in den Augen Gottes, aber in ihren Augen waren sie schuldig. Genau dasselbe war er dann auch mit Jesus. In den Augen Gottes war er unschuldig, aber in ihren Augen war er schuldig. Und so haben sie ihn als Schuldigen, als Verfluchten betrachtet und ihn letztendlich ans Kreuz gebracht und ans Kreuz geschlagen. Und Jesus sagt hier, schon vor seinem Tod, wenn sie das richtige Opferverständnis gehabt hätten, wenn sie richtig verstanden hätten, was im Alten Testament der Sinn der Opfer war, es war ein Sühnehandeln, ein Sühnegeschehen, ja, aber im biblischen Sinn. Es sollte nicht, an diesen Handlungen lag es nicht, ob der Mensch jetzt Vergebung hat oder nicht, sondern das war ein, die Vergebung lag an dem, ob der Mensch sein Herz Gott gibt, ob er bereit ist, seine Sünde einzugehen und zu bereuen. Und da hat er hunderte Opfer bringen können. Es wurde keine Sünde gesühnt durch ein Blut, das sagt auch im Neuen Testament der Hebräerbrief. Und es wird auch durch Jesu Blut nichts gesühnt, obwohl es ein besseres Blut war, als das der Opfer, wie wir es wissen, im Neuen Testament zu sagen. Aber wenn das Herz der Menschen nicht mehr bekehrt wird und der Mensch nicht bereit ist, mit Jesus diesen Leidensweg zu gehen und lieber zu sterben als zu sündigen, dann wird auch durch Jesu Blut keines dieser Sünden vergeben werden und gesühnt werden. Ja? Also ich denke, mit diesem Text können wir auch unser Thema für heute vielleicht wieder zu Ende bringen und abschließen, dass wir uns das auch sagen lassen. Wenn ihr wüsstet, wenn ihr das richtige Verständnis hättet von dem, was Gott mit dem Opfer im Alten Testament, aber auch mit dem Opfer Jesu erreichen wollte, dann würden wir Unschuldige nicht verdammen. Und wir würden auch Schuldige nicht verdammen, denn das hat Jesus auch nicht getan. Wenn sie bereit waren, letztendlich umzukehren, und so hat sich Jesus auch für schuldige Menschen eingesetzt und war letztendlich auch bereit, für schuldige Menschen ans Kreuz zu gehen und zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Möge Gott uns helfen, dass wir durch die Betrachtung dieser Themen verstehen, dass Gott, wenn er diese Botschaft, diesen Volk der Juden im Alten Testament schon und zur Zeit Jesu richtig verständlich machen hätte können,
Und wenn das Volk diese richtige Botschaft von seinem Opfer, das er ja schon gebracht hat, als er Mensch war und in diese Welt gekommen ist, als Sohn Gottes, richtig verstanden hätten, dann hätte das Reich Gottes damals im Volk Israel aufgerichtet werden können, wie es die Prophezeiungen vorausgesagt haben. Und dann hätte die Hochzeit für das Volk Israel zunächst einmal gefeiert werden können und darüber hinaus hätten Heiden mehr und mehr sich dieser Hochzeit des Lammes anschließen können. Möge Gott uns helfen, dass wir auch heute noch diese Botschaft verstehen und daraus vielleicht auch eine neue Botschaft für uns selber machen, so dass es auch zu einem neuen Leben, zu einem neuen Eifer für die Sache Gottes kommen kann. Gott helfe uns darin und lasst uns noch abschließend beten. Das ist mir das letzte Mal entgangen. Entschuldigt mir, dass ich das letzte Mal ohne Gebet beschlossen habe. Vater im Himmel, wir wollen dir dankbar sein wieder für diesen Abend, den du uns geschenkt hast, für diese Überlegungen, die du uns nahegelegt hast. Hilf uns, dass wir durch diese Gedanken geführt werden können, weiter in unserem Verständnis über das große Opfer nachzudenken, das du, Herr Jesus, für uns gebracht hast. Nicht erst dort am Kreuz, sondern das, was du schon durch die ganze Geschichte hindurch bereit warst für Menschen zu tun. Und was du letztendlich bereit warst, durch dein Leben auf Erden zu tun, unter Hass, unter Verfolgung, unter Spott und Hohn und unter Gefahren des Lebens, dein Evangelium unerschrocken an die Menschen zu bringen. Gib uns mehr von diesem Geist und lass uns auch weiterhin dein Wort besser aufnehmen. Lass uns deine Worte, die du damals mit Mühe deinen Jüngern vermitteln wolltest und den Menschen, den Gelehrten und den armen Menschen verkündigen wolltest, dass wir dieses Wort für uns auch heute wieder neu und besser verstehen lernen, als wir es je verstanden haben. Danke, dass du uns darin durch deinen Heiligen Geist führen möchtest. Und so segne das, was wir heute auch betrachtet haben und schenk uns auch jetzt eine gute Nachtruhe, wenn wir uns zur Ruhe legen und gib, dass wir auch morgen wieder zum neuen Leben erwachen können und dass jeder, der diese Botschaft auch hört, für sich selbst auch weiter das Evangelium in rechter Weise weitergeben kann. Und dass es uns auch selber verändert, dass wir so deine Kinder werden können. Hab Lob und Dank für deine Gnade und für deine Hilfe. Und bleibe bei uns, denn es will Abend werden. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gut, dann hoffe ich, dass die Dinge verstanden worden sind, auch wenn sie für den einen oder den anderen vielleicht manches Neues ergeben haben. Aber der Großteil derer, die zuhören, sind ja inzwischen schon hoffentlich gewohnt, auch von dieser Seite die Dinge betrachtet zu werden. Und ich wünsche euch weiterhin Gottes Segen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage euch auf Wiedersehen aus dem zurzeit recht frühlingshaften Kärnten. Gott mit euch, bis zum nächsten Mal.